Ein neues Abenteuer auf dem Ponyhof. Es war einer dieser wunderschönen, sonnigen Spätsommertage auf dem Ponyhof, als Emma und Lukas ihre Freunde Anna und Tom mitbrachten, um ihnen die Ponys vorzustellen. Sie erzählten begeistert von ihren letzten Erlebnissen und konnten es kaum erwarten, neue Abenteuer zu erleben. Frau Müller, die Emma und Lukas mittlerweile sehr gut kannte, begrüßte die Kinder herzlich und führte sie gemeinsam zu den Weiden, wo die Ponys friedlich grasten. »Heute werden wir etwas ganz Besonderes machen«, verkündigte sie mit einem Lächeln. Emma und Lukas zeigten Anna und Tom ihre Lieblingsponys, Sunny und Max. Anna entdeckte ein schneeweißes Pony namens Luna, das neugierig zu ihr hinübertrabte. Tom hingegen fand sofort Gefallen an einem schwarz-weiß gescheckten Pony namens Blitz, das munter über die Weide galoppierte. Zuerst lernten die Kinder, wie man die Ponys richtig füttert. Sie hielten Möhren und Äpfel bereit, während Frau Müller erklärte, wie wichtig es ist, die Ponys gut zu versorgen. »Ponys lieben frisches Obst und Gemüse«, sagte sie. »Aber man muss immer darauf achten, dass sie aus der Hand fressen und die Finger dabei flach bleiben.« Dann zeigte Frau Müller den Kindern, wie man die Ponys pflegt. Mit weichen Bürsten striegelten sie das Fell der Ponys und stellten fest, dass die Tiere dies sehr genossen. »Durch das Bürsten wird das Fell sauber und glänzend«, erklärte Frau Müller. »Und es ist auch eine schöne Möglichkeit, eine Bindung zu den Ponys aufzubauen.« Nach der Pflege der Ponys stand ein aufregendes Ponyspiel auf dem Programm. Frau Müller hatte einen kleinen Hindernisparcours vorbereitet. Die Kinder führten ihre Ponys durch die verschiedenen Stationen, sprangen über kleine Hürden und gingen durch bunte Reifen. Anna und Luna meisterten den Parcours mit Leichtigkeit, während Tom und Blitz mit viel Spaß und ein paar fröhlichen Sprüngen dabei waren. Am Nachmittag durften die Kinder wieder auf den Ponys reiten. Emma und Lukas zeigten Anna und Tom ihre Lieblingswege durch die grünen Hügel und Wälder rund um den Ponyhof. Die Ponys trabten fröhlich dahin, während die Kinder die frische Luft und die wunderschöne Landschaft genossen. Auf einer Lichtung machten sie eine kurze Pause und lauschten den zwitschernden Vögeln und dem Rauschen der Blätter im Wind. Zurück auf dem Hof überraschte Frau Müller die Kinder mit einer kleinen Schatzsuche. Über den gesamten Hof waren Hinweise versteckt, die die Kinder zu einem Schatz führten. Gemeinsam mit ihren Ponys suchten sie nach den versteckten Hinweisen und entdeckten schließlich eine Kiste voller bunter Bänder und Leckereien für die Ponys. Die Kinder freuten sich riesig und schmückten ihre Ponys mit den bunten Bändern, was die Tiere noch schöner aussehen ließ. Als die Sonne langsam unterging, setzten sich die Kinder und Frau Müller zu einem gemütlichen Picknick zusammen. Sie lachten und erzählten von den Abenteuern des Tages, während die Ponys zufrieden in der Nähe grasten. Anna und Tom waren begeistert von ihrem ersten Tag auf dem Ponyhof und versprachen, bald wiederzukommen. Bevor sie sich verabschiedeten, bedankten sich die Kinder bei Frau Müller für den wunderbaren Tag. »Das war der beste Tag überhaupt«, rief Anna glücklich. »Wir haben so viel gelernt und hatten so viel Spaß.« Auch Tom stimmte zu und konnte es kaum erwarten, seinen Eltern von den Abenteuern zu erzählen. Mit glücklichen Herzen und strahlenden Gesichtern machten sich die Kinder auf den Heimweg. In ihren Köpfen die Erinnerungen an einen besonderen Tag voller Lachen, Freude und neuen Erlebnissen auf dem Ponyhof. Denn auf dem Ponyhof lernten sie nicht nur die Schönheit der Natur kennen, sondern auch die wertvolle Bindung zwischen Mensch und Pony, die durch Vertrauen, Respekt
und Liebe gestärkt wurde.